Jo Leute, somit herzlich willkommen zum ersten Achtelfinalorakel bei der WM am 30. Das heißt am letzten Juni, am 30.06. um 16 Uhr spielt Frankreich gegen Argentinien. Der Erste aus Gruppe C gegen der Zweite aus Gruppe D. Frankreich hat ja 7 Punkte, Argentinien hat 4 Punkte. Ist ganz knapp noch weitergekommen durch das Tor von Rojo in den letzten 5 Minuten. Das ist wirklich eins, also ich nehme es auf, wo Deutschland noch nicht gespielt hat. Das ist wirklich von den Mannschaften, ja, das ist wirklich zwei Top-Mannschaften, Frankreich und Argentinien. Uruguay, Portugal sind nicht beides Top-Mannschaften, zumindest nicht Uruguay. Spanien, Russland ist auch keine Top-Mannschaft und Dänemark, Kroatien sind beide auch keine Top-Mannschaften. Deutschland und Brasilien, das werde ich dann, also das deutsche Spiel kommt auf jeden Fall als Orakel. Dann haben wir Mario Fernandes, also Frankreich gegen Argentinien. Fernandes, Argentinien, Ramiro Funes Mori, auch wenn er nicht bei der WM dabei ist, trifft er. Lamine Gassama, Yajin Merahi und Ivan Rakitic. 1 zu 0, ganz früh in der Partie. Also mein Tipp ist 2 zu 1 für Frankreich nach der schwachen Leistung von Argentiniern in den Spielen. Saad El-Din Samir, Alberto Rodriguez, Kalil Jengrad, Host City, Marcelo Brozovic und das 2:0 Eduardo Salvio. Der ist, glaube ich, sogar dabei bei der WM. Oder ich gucke, lass mal kurz gucken, ob der dabei ist. Nein, da ist was runtergefallen, meine Schere. Ich gucke mal kurz schnell im Album nach. Hier ist das Album. Da war Argentinien, vor der Schweiz, vor Brasilien. Hier Argentinien. Ja, der ist dabei, der wurde nicht überklebt. Das heißt, der ist dabei. Sticker kleben so extrem an diesem Verpacken dran, ne? Japan-Mannschaftsfoto. Also Mannschaftsfotos und Glitzer- und Legendensticker zählen zwei beider mehr Legendensticker. Trent Sainsbury, Salam Al-Moshea, Kim Jin-wook und Ramadan Sopi oder Sopi. Dann Ahmed El-Mohammadi, Fakhreddin Ben Youssef, James Rodriguez, Simon Kjær und Wladimir Stojkovic. Das heißt, Argentinien gewinnt 0 zu 2, ich sage 2 zu 1 für Frankreich. Leute, Funes Mori, der nicht mitkommt, und Salvio schießt die Tore.